Nächste Wir Freie, laufen jetzt auch für was ist für YouTube, Sie? weil ich bin ja im Moment auf so einem Punkt, je mehr die Leute nölen, desto mehr will ich ihnen auf den Sack gehen. Ach so, was hast du denn, worüber nölen die Leute denn? Erzähl Ach, mir einfach mal. allgemein, wenn wir WoW spielen, nölen sie darüber, dass wir WoW spielen. Wenn nicht WoW spielen, dann nölen sie darüber, dass wir nicht WoW spielen. Haben Sie bei Hearthstone Bei genölt? Hearthstone haben sie genölt, Hearthstone? weil die Videos Hearthstone, weil die Videos so kurz waren, Ach, du weil wir wolltest immer mich jetzt ein nicht Match über mich haben. lustig machen mit deinem Falschaussprechen. Ja, also Nein, ich weil kann die zu selber kurz waren. Hearthstone auch nicht vernünftig aussprechen. Ach so. Aber du Ich bist doch glaube, das wird auch gar Engländer. nicht Hearthstone ausgesprochen, sondern Hearth, irgendwie sowas, irgendein anderer Umlaut. So, warte, ich logge mich mal in Fluff ein. Denn dann habe ich mir gedacht, okay, dann suche ich mir einfach ein neues Spiel aus. Und wie gesagt, Drunken hatte die Idee, wir können doch auch mal Free-to-Play-Spiele spielen. Das wird bestimmt cool und wenn es nicht cool wird, dann können wir uns darüber lustig machen. Und meine Freundin hat gesagt, sie hat früher gerne Fluff gespielt mit einer Freundin, also spiele ich Fluff. Und deswegen habe ich das installiert und habe mir einen Charakter bei Fluff erstellt. Könnten uns auch mal Herzstein. treffen und mit unseren Hunden und Kindern spielen. Also Barlo und ich mit den Hunden und Drunken mit seinen So, Kindern. denk dran, das Bankpasswort ist geheim, das darf ich niemandem wiedergeben. Was können wir uns treffen? Ich glaube, du hast ein Ei am Wandern oder so, ey. Was? Dein Hund Keine gute spielt Idee. bestimmt nicht mit meinem Kind. Gib niemals dein Passwort weiter. Also So. ich würde mir da viel eher Sorgen um Barlos Kind, Hund machen. Ich habe noch Fällt kein ihn noch Kind. an, Ich habe nur den. einen Hund. Ja, sag ich ja. Die fällt ihn noch an, den. Ich möchte jetzt nur gucken, wie lange. Was Jung. ist das denn hier für ein Ding? Dann Philipp. Willkommen bei Flüff Deutschland. Wir sind hier in Madrigal, einer wunderschönen und fantastischen Welt. Das werden wir ja noch sehen. Bitte sei vorsichtig, denn hier gibt es viele gefährliche Monster. Wir hoffen, dass dir diese schöne Welt, dass ihr diese schöne Welt auch gut behandelt und sie mit euren Freunden teilt. Oh ja, das mache ich doch. Ich poste das gleich auf Facebook. Daher wünschen wir dir viel Spaß bei deinem Abenteuer. Die reguläre Ich weiß noch immer nicht, was aus diesem Serverwartungszeit M-Box ist geworden ist donnerstags übrigens. zwischen 9 Uhr und 11 Uhr GMT plus. Oh nein, Ist wieder Serverwartung. abgestürzt. Jedes MMO, was auf sich hält, hat eine Serverwartung irgendwie, oder was? Es ist halt wieder abgestürzt. Moment, ich starte es neu. Ich bin Das ist relativ gut. geduldig. Scheint ein gutes Spiel zu sein. Denn die haben da eine wunderschöne Welt, wurde mir gesagt. Was ich halt auch schön finde. Ich habe zumindest noch keine Option gefunden, dieses Spiel größer als in so einem 800x600 Fenstermodus zu spielen. Es geht noch nicht mal Vollbild und dann pixelig. So, Start. Ist auch Kinderwoche in Flüff. Eigentlich ein Bild mit diesem Internet Explorer? Bitte? Das Eigentlich ein Bild mit diesem Internet ist ein Explorer? Background-Bild, ja. Also, du hast den nicht wirklich. Schade eigentlich, das finde ich Also lustiger. der Internet Explorer da drauf, also die Icons, das sind schon funktionierende Internet Explorer-Icons. Oh. So, ich logge mich nochmal ein bei Flüff. Fluff. Läuft ja richtig stabil. So. Okay, ich gehe wieder auf meinen Server. Vielleicht liegt es auch am Server. Vielleicht muss ich auf einen anderen Server gehen. Was machst du da für Geräusche? Oh, ich knurre Loki an, der hält mir hier so ein Spielzeug So, wieder hin, mein was ich geheimes mal wegmachen soll. Bankpasswort eingeben. Oh Gott, wie oft du dieses Bankpasswort eingeben musstest. Ist das tatsächlich, um auf deine Bank zuzugreifen, oder stelle ich mir das anders vor? Also, du stehst ja jetzt nicht Ich in-game an so einer Bank wie würd in dir WoW. gerne sagen, wofür es gut ist, Ach so, ja. Aber wenn er es wüsste. wenn ich je dazu gekommen wäre, das herauszufinden. So. Interesting. Hallo, mein Name ist Infopang. Das ist ein schöner Name. Lass mich dir Gut. helfen. Und was sind das für Geräusche? Ist das bei mir im Spiel? Okay. Mein Name ist Infopang. Lass mich dir helfen und dir ein paar Infos geben, damit du in dieser Welt überleben kannst. Probier es mal. Ja, wo sind jetzt die Infos? Ach ja, weiter. Lass mich dir die Steuerung erklären. Benutze dazu entweder die Ah. Maus oder die Tastatur. Mit der Maus machst du einfach einen Linksklick. Oh nee, ist das laut hier! Oh, Hilfe! Ich glaube, ich muss mal das mal wieder größer machen. Oh Ich nein! brauche Audiooptionen leiser. True Sight benutzt Haste. Okay, gut. Wo ist denn. Ah, da ist Sound. Ich mache mal den Sound ein klein wenig leiser. Moment, wir haben das gleich. Das scheint auch ein recht. Also, das gefällt mir jetzt schon sehr, das Spiel. So.
Lass mich die Steuerung erklären. Benutze dazu entweder die Maus oder die Tastatur. Mit der Maus machst du einfach einen Linksklick auf den dafür vorgesehenen Platz. Auf den dafür vorgesehenen Platz? Was ist denn der dafür? Oh. Ist abgeschmiert. Moment, ich starte das wieder. Das ist eine gute Idee. Also das... Man muss halt immer auch die Vorteile sehen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man sehr lange Sessions in dem Spiel spielen wird, halte ich jetzt momentan für relativ gering. Was macht der Jan Philipp gerade? Liest mit seiner Mutter ein Buch und dann geht er ins Bett. Ich aber lieb, dass er ihr vorliest, bevor er ins Bett geht. Das macht er nicht. Wir schreiben die im Chat, Flüff geht nicht, spiel Hearthstone. Also Mensch, was machst du da für laute Geräusche? Ach so, der Gegner hat gerade Consecration ausgespielt, weißt du, also ganz viel Schaden gemacht und ja, das ist natürlich eine Sache. Barlo, es liegt aber echt an dir. Bei mir kackt Flüff immer nur im Ladebildschirm ab. Wir sind noch nicht zu WoW gekommen, denn seit ich diesen tollen WoW-Launcher habe, läuft bei mir WoW nicht mehr. Also so viel dazu. Ich habe neulich... habe ich gesurft und plötzlich gab es so einen mega lauten Sound und zwar im Wortlaut Congratulations, you won a trophy. Und ich dachte mir, was für eine verfickte Scheiße ist das? Woher kam das? Riesenlaut. Und habe gesucht und habe kein Fenster gefunden, das dafür hätte verantwortlich sein können. Und dann habe ich gestern ein bisschen gegoogelt und festgestellt, dass das meine Maustreiber sind. Meine Maustreiber machen dieses Scheißgeräusch, wenn ich eine bestimmte Strecke mit der Maus zurückgelegt habe. So ein Arschloch, ne? Was für ein Arschloch denkt sich sowas bitte aus? Genau, das habe ich auch gerade gedacht. So, ich spiele wieder Flüff. So, bin wieder auf meinem Server. So, Mädel. Ach, du bist schon ausgewählt. Jetzt wieder das geheime Passwort eingeben. Ich habe übrigens neulich einen guten Tipp gelesen für Kreditkarten oder EC-Karten, dass man ein falsches Passwort auf die Karte schreiben soll. Warte mal, mein Hund will rein. Das ist auch wirklich eine gute Idee, Balu. Das ist doch eigentlich eine wirklich gute Idee, oder? Wenn die Karte dann... PIN übrigens. Ja, die PIN, ja. Aber hier wird auch Passwort gesagt und eigentlich ist es auch nur eine PIN. So, hallo, mein Name ist Infopang. Lass mich dir helfen. Oh. Ist, Aua! Ist jetzt wohl wieder abgeschmiert. Moment. Hallo, Loki. Ich starte das mal neu. Was sagt ihr bisher so zu Flüff? Also genial, das ist so ein Spiel. Bisschen, muss bisschen ich sagen. Feedback aus dem Chat auch sammeln. Bestes Game, ne? So. Mein Name ist Infopeng. Lass mich dir helfen und das Spiel schließen. You know play Fluff, Barlo. Ich habe das schon auf Admin-Modus gestellt, aber es scheint mir jetzt noch schneller abzuschmieren als vorher. So. Ach, das tut mir sehr leid. Hast du da so ein Quatsch? Was denn? Hast du Fluff? Wieso Quatsch? Nur weil ich kleinere technische Schwierigkeiten habe? Aber die hast du ja generell. Das ist, Von deinem Sexleben wollen wir jetzt nichts wissen. Du bist so ein boshaftiger Mensch manchmal. Mag sein. Ach, ich muss wieder mein Bankpasswort eingeben. Ja. Das genau, Benjamin, das könnte was sein. Du machst doch immer irgendwie so neue Websites für neue Spiele und so. Was, wie? Du machst ja, für Fluff. Ich bin gerade schon dabei, einen Namen mir auszudenken. Ich rede schon mit dem Team, was sie denken, was da ein guter Name wäre. So. Also, sobald ich mich da ein bisschen zurechtgefunden habe, loggt ihr einfach auch ein und ich kann euch ein paar Epics geben. Ja, so, das sollte wir sind schon... Scheiße. So, also, benutze dazu entweder die Maus oder die Tastatur. Mit der Maus machst du einen Linksklick, habe ich gemacht. Okay. Du kannst dich auch mit Hilfe der Tastatur fortbewegen. Drück eine Taste in die Richtung vorwärts. Ah ja, vorwärts, rückwärts. Und drehen mit A und D, alles klar. A und D-Dreher, finde ich richtig gut. So,
Wusstest du, dass du hier gehen und rennen kannst? Der normale Charakterstart des aller Spieler ist der Rennen-Modus. Wenn du gehen möchtest, drück einfach X. Aufgabe, drücke X. X. Jetzt gehe ich. Okay. Habe ich hingekriegt. So, drücke X. Weiter. Gut gemacht. Als nächstes lernen wir, wie man springt. Es ist sehr einfach. Wenn du springen möchtest, drücke die Leertaste. Yay! Na, wie ist es? Es ist einfach, nicht wahr? Als nächstes... Gottes Willen. Es ist abgeschmiert. Moment. Ich starte mal eben neu. Problembehebung. Geh mal in deinen Flüff-Ordner und lösche den GameGuard-Ordner und die GameGuard.des im Client. Ist das so? Warte mal, ich muss erst mal meinen Flüff-Ordner finden. Wo habe ich das denn? Flüff. Du hast recht, so ist es gleich viel spannender. Ich warte doch mal. Sei doch nicht so ungeduldig. Ich muss ja ein bisschen Vorarbeit leisten, damit ihr dann wisst, wie das funktioniert, sobald ihr mitspielt. Ich finde kein... Mhm. Wo ist das? Das wird sehr bald soweit sein. Ich höre da so ein bisschen so einen lästernden Unterton. Ah, ich kann die Auflösung erhöhen. Geil. Moment, das mache ich erstmal. 1400 mal 900. Das ist alles? 1400 mal 900. Okay. Gut. 1400 mal 900. Vielleicht geht das ja in einer anderen Auflösung einfach besser. Kann ja daran gelegen haben. Wo ist denn der Default-Flüff-Ordner? Wo habe ich das denn hier installiert? Aber ich kann doch einfach hier rechtsklicken. Dann sehe ich ja, wo das Ding ist. Program Files Potato. Okay, gut. Program Files. Sekunde C. Program Files ist Programme, ne? G-Potato Flüff. So, was sollte ich hier nochmal löschen? Musste gleich noch mal kurz schreiben, dann mache ich das. Aber so lange starte ich das einfach neu. Jetzt hört auf zu meckern. Das ist mit Sicherheit ein gutes Spiel. Meckern auch gar nicht. Ich bin da. Nee, ich rede auch mit dem Chat. Das ist mit Sicherheit ein gutes Spiel, so, das auf jeden Fall eine Chance verdient hat, gespielt zu werden. Flüff geht nicht. Gerade noch Drunken in Hearthstone geschrieben. Mensch, Drunken. Ich bin richtig neidisch, dass ich so einen langsamen Downstream habe und das jetzt leider überhaupt nicht mehr in der Zeit runterladen kann. Seht ihr? Und schon habe ich das jetzt auch in der vernünftigen Auflösung hier. 1400 mal 900. Mehr braucht hier nun wirklich kein Mensch. Krass. So. Super krasser Typ. Geh in den Flüff-Ordner und lösche den GameGuard-Ordner. Also du bist bestimmt gemein und nachher geht das gar nicht mehr. Und die... Warte mal, ich mach das mal. Ich gehe mal kurz. Total tragisch. Ich geh mal kurz. Viel Spaß beim Spiel kriegt dann. Wie komme ich jetzt hier raus? Geh weg. GameGuard Ordner. Was? Sie müssen Administratorenberechtigungen eingeben, um diesen Ordner zu löschen. Ach, heilige Scheiße. So, warte mal, ich muss mal kurz hier. Ach, weg. Du Spiel. Ich will gerade keinen Charakter. Ich denke mal, auswählen. Das Passwort zurück. Wird. Beenden. Moment, ich hab das gleich. Moment, ich muss hier nur noch kurz GameGuard Ordner löschen. Weil es könnte auch Drunken sein. Warte mal, wie kann ich das denn hier? Und ich hab's gleich. Das kann nicht mehr lange dauern. Ich muss jetzt nur hier für den Ordner Freigabe. Bei meinem Fate. Wo kann ich das denn ändern? Ah, nee, nicht schreibgeschützt. Nein, übernehmen. Und Änderung für diesen Ordner und Untergeordnete. Oh. Sie müssen Administratorberechtigung angeben, um diese Attribute zu ändern. Wo zur Hölle geht denn das? Attribute werden übernommen, okay. Gut. Ich hab das gleich. Moment. Wir können gleich Fluff spielen. Vanyan. Drunken. Kowski? So. Kurz gucken. Wo ist denn hier? Da, Moment. So. Ein Lepragnom gespielt. Was mache ich jetzt, Barlo? Moment. Lepragnom? Ja, der ist ja jetzt erstmal nicht so schlimm. Ja, aber wenn er tot ist, dann... Dann macht er Schaden.
Schaden. Zwei er Stück. Macht zwei Schaden, ja, aber ich weiß nicht, ob es wert wäre, den zu silencen. So, und jetzt lösche ich den Game Guide Ordner. Hat auch kein Silence. Fortsetzen, alles klar. Client, Game Guard, was soll ich da? Oh, Fortuna spielt ja. Game Guard Inc. Was soll ich da ändern? Hier ist kein GameGuard.des. Soll ich nochmal versuchen? Leute, jetzt seid mal nicht so ungeduldig. Ich versuche das jetzt einfach nochmal. Also ihr habt irgendwas geschrieben von einer .des-Datei im Client-Ordner. Aber hier gibt es nur GameGuard Inc. und GameGuard.txt.txt. Ich starte gerade das Spiel nochmal. Vielleicht geht das ja jetzt. Oh, er hat Coldblood gespielt. Leute, seid nicht so ungeduldig. Wir haben das gleich. Hm. Coldblood permanent? Nein. So, wir haben das gleich. Wisst ihr, das Gute ist, also sowas wie Flüff kann ja auch dazu beitragen, Protecting Game Guide, das lädt ja, glaube ich, den ganzen Scheiß wieder runter. Ja, wozu kann das beitragen? Ich habe zwar den Game Guard Ordner gelöscht, aber bevor er das Spiel startet, da lädt er die einfach wieder runter. Dazu beitragen, dass unsere Zuschauerschaft viel, viel positiver gegenüber schlechteren Spielen eingestellt ist. So musst du das sehen. So. Mhm. Okay. Das ist wohl wahr. So, wir haben das gleich. Gleich zeige ich euch Flüff. So. Ah, ich freue mich so. Gib niemals dein Passwort weiter. Ich muss kurz mein Bankpasswort eingeben. Moment. Ich denke dabei immer, dass du von deinem PIN oder so redest, aber nein. Wohl nicht. So. Alles klar, ich bin wieder im Spiel. Geht alles richtig gut? Und das mit dem GameGuard-Ordner löschen hat total geholfen, weil er das Erste, was er runterlädt, wenn ich das Spiel starte, wieder der GameGuard-Ordner ist. Aber egal. Was ich dir jetzt erkläre, wird dir später sehr nützlich sein. Ich werde dir nun erklären, wie man mit der Kamera zoomt. Um heranzuzoomen, dreh dein Mausrad nach vorne. Um wieder herauszuzoomen, dreh dein Mausrad nach hinten. So. Ah, okay. Hä? Das ist doch genau umgekehrt. Wenn ich nach hinten drehe, zoomt er ran und wenn ich nach vorne drehe, zoomt er raus. Okay. Das stimmt halt schon mal jetzt nicht so ganz. Das machst du gut. Du kannst mit dem Mausrad die Kamera heranzoomen oder auf Weitsicht gehen. Alternativ kannst du dies auch oder mit den Bild-auf-Bild-abtasten machen. Aufgabe: Zoomen der Kamera. Habe ich doch jetzt schon gemacht. Jetzt ist aber mal langsam gut. Ah ja, okay. Der Kontinent wird Madrigal genannt. Drücke M, um dir die Weltkarte ansehen zu können. Um die Weltkarte zu schließen, drücke entweder erneut auf M oder auf Escape. ESC. So. Stadt. Ja, nicht gelacht. Die ist ja ganz schön krümmelig, die Karte, ne? Kann ich dir auch irgendwie die größer Monsterinformationen anzeigen? Was ist denn das für eine winzige Karte? Wo bin ich denn da überhaupt? Gut. So, Moment. Mach mal weiter. Also ich will ja auch, dass ihr auch so ein bisschen auch die Basics lernt und nicht. Oh. Ist jetzt wohl wieder abgeschmiert. Lass uns doch ein kurzes Päuschen machen. Oh ja. Oh, und dann machen wir weiter mit Flüff. Ja? Bis gleich. Ich freue mich so unbändig.